Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind auf der Suche nach den hochbeiden Hirschen, die wir erledigen müssen. Wir müssen abwarten, dass Frithjof auch hinterherkommt. Weil der ist nicht gerade der die hellste Leuchte, was Wegfindung angeht. So, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich nicht alle finden hier. An Hochweidenhirschen. Und wenn, dann wird das ein Weilchen dauern. Ein paar haben wir ja. Ich glaube, der wird mich nicht nochmal finden. Doch, findet er. Und ich glaube, das ist das Plateau. Ich glaube, von hier kamen die auch alle. Noch mehr Gobos. Den Schaman will ich loswerden. Ein Mistvieh weniger. So, und da haben wir nochmal Erd. Die hatten wir bis jetzt noch nicht gesammelt, sagen wir so. Ich höre hier irgendwas schmatzen. Okay, das sind nur die Hochlandhirsch. Noch ein Hochlandhirsch. Haben wir gefunden. Das heißt, hier müssten noch, also hier müssten die dann sein, irgendwo. Noch einer. Okay, den finden wir gleich irgendwann. So, aber das müsste jetzt hoffentlich der letzte sein. Ja! Das war der letzte, perfekt. War es für ihn? Dann bitte, Hansen. Ich habe alle Hirsche erlegt. Ich habe alle Hirsche erlegt. Heftig. Bist ein wirklich guter Jäger. Ich hoffe, du hast ihnen das Fell abgezogen. Kriegst eine Menge Gold dafür. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Rezept Kopfnuss. Und Rezept scharfer Fall. Ja. Kommt das... Und die Dinger drehe ich mal an.
Okay, alle Hirsche erlegt. Das heißt dann jetzt, befreie die Brücke im Süden. Achso, das sind die erfolgreich. Okay, gescheitert. Warte mal. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Okara braucht mehr Männer. Keine Ahnung, wo ich die herholen soll. Bring mehr eifrige Sklaven zu. Den Druiden Suchtrupp der Orks. Müssten wir auch nochmal finden. Grog. Um sie zu finden. Wohin hast du die Suchtrupps geschickt? Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Bollock ist die Anführer des Suchtrupps im Norden. Okay, das werden wir eh nicht mehr schaffen, weil Grog tot ist. Plündere die Höfe. Werde ich nicht machen. Bringe Wandorn Hämmer für die Burg. Bringe Wandorn Spitzhacken für die Burg. Bringe Wandorn Sägen für die Burg. Oh. Hoppala. Wie viele braucht er? 10 Hämmer. 20 Spitzhacken. 5 Sägen. Ja gut. So, hier haben wir nichts. Hier nichts. Hier nichts. Kopfgeldjagd Hurit. Der Stein des Löwen. Ein Druide? Ich bin ein Jäger der Wüste. Den Stein bekam ich einst von einem, der weiser war als ich. Und seit ich ihn trage, ist die Kraft des Löwen mit mir. Aber er ist mir geliehen. Ich werde ihn weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Verstehe. Ist es nicht an der Zeit, den Stein des Löwen weiterzugeben? Du begehrst ihn, dann verdiene ihn dir. Habe ich das nicht schon getan? Nein, Lago zu befreien war mutig, aber deshalb werde ich deinen Stein nicht geben. Also was verlangst du für den Stein? Ich bin ein Nomade und ich kämpfe für mein Volk. Dieser Kampf ist wichtig. Ich will, dass du das verstehst. Klar verstehe ich das. Dann sprich zu meinen Brüdern. Such die Sippen auf und gegen die Sklaverei kämpfen und sprich mit ihren Anführern. Dann bist du würdig, den Stein zu tragen. Welche Sippen soll ich aufsuchen? Sprich mit Azaru, er führt eine Sippen Draga. Such Kayor und auf, er kämpft bei Morasul. Utras findest du bei den Ruinen von Al-Shedim. Hurit und seine Sippe wirst du südlich von hier finden. Halte nach einer Oase Ausschau. Und Sinika ist in den Osten gezogen. Such ihn in der Nähe der Tempelstadt Bakrit. Ah, okay. So kriege ich das. Warte mal. Und Sinika ist in den Osten gezogen. Such ihn in der Nähe der Tempelstadt Bakrit. Okay, wie viele Steine brauche ich denn nochmal? Wie viele gibt's denn? So, finde Sinika, Nomaden und Räuber. Okay, also müssen wir da doch nochmal hin. Ich speichere einmal. Bevor wir hier Richtung Norden weitergehen. Ich will aber den Hetzer noch finden. Und vielleicht nochmal nach Nordmar. Das ist ein normaler Schattenläufer. Dann würde ich den Wolfstein kriegen und den Löwenstein. Und Larsen muss ich auch noch wiederfinden. Gerade zu viele Wölfe. Die Wölfe gehen aber auch einen richtig auf den Nerv hier. Ja, der wird gleich kämpfen. Ich sehe schon. Du hast es so gewollt! Da! 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 Da!
Das wäre erledigt. So, wieder alles mitnehmen. Und nochmal was futtern. So, was hat es mit dem Hetzer eigentlich hier auf sich? Den will ich jetzt unbedingt wirklich finden. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Und ich glaube, das werde ich auch noch voll kriegen hier, noch bevor wir. Hier noch mehr Ripper. Ein Mistvieh weniger. So. Ich wollte schon sagen, was war jetzt gerade? Speichern. Und dann erledige ich zuerst den Schaman. Hat er den Schaman? Nein. Ich suche erstmal Abstand. Ich glaube, er wird gleich drauf gehen. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Nee, doch nicht. Ich dachte, er geht drauf. So, gleich zwei Schamanen waren hier. So, und nochmal. Und Lagerfeuer. 47 Fleisch haben wir wieder. Alter, 180 gebratenes Fleisch. Das war eine gute Jagd, muss ich sagen. So, hier. Muss vielleicht da irgendwie hoch? Um zum Hetzer zu kommen? Natürlich erst einmal hier so eine scheiß Lebensmittel. Ein Mistvieh weniger. Und da ist der nächste. Der wird uns auch noch gleich Probleme machen. Da! 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 Fritjof, kümmer du dich mal um den? So, kämpft ihr mal, während ich hier esse und du zusehe. So, das wäre erledigt. So, hier die Gobos haben wir. Speichere einmal und dann die Wölfe hier auch nochmal.
Was mit dir? Und nochmal speichern. Ich find's krass, dass wir gerade so viel Fleisch haben. Ich glaube, wir müssen wirklich irgendwie dahin. Wenn ich mir jetzt die Map nochmal angucke, da muss es doch einen Weg geben auf die andere Seite. Ja. Fritjof, bevor ich ihn wieder vergesse. Und er wieder 1000 Jahre braucht, um hinterherzukommen. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Den finde ich noch mal wieder. Weil ich zu schnell vorlaufe. So, Feuerplan. Hier straight Richtung Norden. Ich glaube, das sind die. Okay, jetzt will ich auf die Seite rüber. Und was ist das da unten für ein Tal? Hammerclan, Feuerclan. Hier waren wir definitiv auf jeden Fall. Aber für mich war das jetzt ein Weilchen her. Ich weiß jetzt nicht, wie lange genau. So, nochmal drei. Kann ich eben hier wieder Eintöpfe machen? Nein.
So, ja, jetzt sehe ich wieder was. Gibt's einen Weg da hoch? Also auf die Seite da oben hin? Okay, hier ist noch ein Eisgolem. Ne, zwei. Jetzt hätte ich gerne Fridtjof. Da! Gegen zwei schaffe ich es nicht. Ich hab's gegen beide geschafft. Okay. Habe ich echt nicht erwartet. Aber wo kamen die beide her? Sind wir diesen Weg schon mal gelaufen? Also hier entlang? Oder hier rum? Ich frage mich jetzt aber wirklich, wo wir den weißen Hetzer finden. So, Hammerclan, Feuerclan. Wir sind hier schon auch relativ weit im Norden. So, Kloster und Feuerclan. Ging es da noch irgendwie weiter vielleicht? Als bis zu dem Schattenläufer halt, der den Ahnstein hatte. Warum auch immer der den Ahnstein hatte? Wahrscheinlich hatte der hier den und der Schattenläufer hat ihn gefressen, samt Ahnstein. Ahnstein. Doch Ahnstein, richtig. Ahnstein war richtig. Aber wie weit Richtung Norden muss ich jetzt?
Da ist schon der Feuerclan. Und hier hatte ich die alle erledigt. Waren wir hier rum schon? Hier, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Oder ist das der... Doch, das ist der Weg Richtung Kloster. Von wo der jetzt kam, aber ich sehe da Gobbos. Alle Gobbos erstmal erledigen. Was ist das denn für ein Tal? Waren wir da unten schon? Nichts. Ich dachte, wir fallen runter. Anscheinend ja. Ansonsten wäre hier wahrscheinlich noch irgendjemand. Ich wünschte, ich hätte aufgepasst, als die vom Dingzi gesprochen hatten. Vom Hetzer, vom Weißen. Oder wohin Larsen verschwunden ist. Gibt es hier vielleicht doch noch eine Möglichkeit weiter? Eine Höhle oder so? Man kann auf jeden Fall unter die Map schauen. Eisenader wollte ich nicht. Vielleicht beim Kloster irgendwie gibt es da noch eine Möglichkeit, weiter nach Norden zu gehen, oder? Ich speichere einmal, bevor ich da rüber springe. Hochspringen, ja? Einfach hochspringen, das schaffst du. Ich glaube an dich.
Okay, glaube ich, hier sollten wir nichts sein. Das sind die unbekannten Lande. Was passiert, wenn ich hier jetzt unterwegs bin? Okay, hier ist Map Ende. Vor allem hier ist einfach grün auf einmal. So, vielleicht von hier aus Richtung Norden? Es muss ja eine Möglichkeit geben, da irgendwie gleich weiter, da ist ein Kloster halt. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, gleich den, Hetzer zu finden, ne? Und keine Ahnung, wie richtig das ist, was ich hier mache. Hier schon Ende. Hier ist Alpha-Wand. Also hier dürfen wir so oder so wahrscheinlich gar nicht sein. Da haben wir den Feuerclan. Na, komm da hoch. Hier. Kurz ausruhen. Beziehungsweise noch ein Energy. Und jetzt. Nein! Ja, geschafft. So, die Richtung müssten wir eigentlich. Also will ich zumindest. So, ich... Ich glaube, das ist echt viel Blödsinn, was ich hier mache. Vor allem da geht's nicht weiter. Ich frage mich eigentlich, kann ich die Ahnensteine auch von den Waldläufern mir einfach nehmen? Aber nicht die Ahnensteine, diese Tiersteine.
nichts runterfallen. Ach, hier bin ich jetzt gelandet. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Ganz ehrlich. Wegen dem Hetzer und, ja, der Druidenstein des Wolfes tötet den weißen Hetzer, bringt die Eiswolffälle zum Wolf. Das haben wir vergessen zu machen. Wie müssen wir das bringen? Zur Rune. Okay, haben wir hier Wolfsklar. Dann zaubern wir es mal dahin. Wo ist Rune? Wieso sind die jetzt eigentlich so, weiß? Jäger, Bogier reden wir gleich nochmal. Bogier? Ah, da ist er. Rune, ich habe hier Felle von Hansen. Ich habe hier Felle von Hanson. Ah, die Eiswolffelle. Ich habe schon darauf gewartet. Warte, ich habe hier was für dich. Ich habe ein paar Heiltränke und ein paar Mana-Tränke. Wir haben sie beim Kloster eingetauscht. Gib mir Heiltränke. Gib mir Heiltränke. Hier. Zeig mir deine Ware. Ich glaube, das meiste andere brauchen wir gar nicht mehr, oder? So. Wir brauchen keine Felle mehr. Zeig mir deine Ware. Dann können wir eigentlich die ganzen Dinger endlich auch mal loswerden. Mal gucken, wie viel Geld wir eigentlich für die ganzen Fälle und so weiter kriegen. Ist auf jeden Fall schon einiges was wert. Und Alter, 272 dieser Zähne. Und tauschen. Achso, das habe ich noch vergessen. Komm, ich nehme dafür das. Goldausgleich. Da zahle ich sogar noch was drauf. Nochmal schauen. Hier. 10 Hämmer. 20 Spitzhacken, 5 Sägen. Zeig mir deine Ware. Besitzt er nicht?
Gab es hier noch mehr Händler? Gunnar, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hat er auch nicht. Ich komme mit dir. Ich komme mit dir. Gut, ich gehe vor. Bring Ronas und seine Jagdhütte. Wie viel Quests ich hier auch vergessen habe. Na, der Weg ist auf jeden Fall frei. Also, so gut wie alles haben wir hier erledigt. Wie weit müssen wir noch? Rona, ich hab Hunger. Ich muss Pipi. Mir ist kalt. Okay, hier höre ich Ripper. Wo will er hin? Jetzt ernsthaft, wo wollen wir hin, hä? Okay, ich dachte schon. Okay, da ist wieder ein Wolf. Das ist ein weiter Weg, jetzt wirklich. Ich glaube, das ist es schon, oder? Ich hoffe. Aber wenigstens habe ich mit ihm jetzt hierhin keine Schwierigkeiten gehabt, bis jetzt. Außer er geht jetzt zu den Rippern. Aber nee, der geht nochmal ganz woanders hin. Zu den Wölfen? Ne, doch nicht zum Ripper wahrscheinlich. Da ist noch so ein Mistvieh! Da! Dem hast du es gezeigt! Da! Dich wird niemand vermissen! So, nehme ich wieder mit. Rona? Du willst es nicht. Au! 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 Au!
Da! 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 Natürlich greifen die jetzt alle mich an. Au! Da! Da! Au! 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 Da! 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 Um dich ist es nicht schade! Ja. Super gelaufen. Der eine hat mich schon fast gekillt. So, nehme ich wieder mit. Dann hier auch nochmal. Vielleicht nochmal kurz zwischenspeichern. Wo ist seine Hütte? Ich glaube, ich weiß schon, welches ist. Das hier. So, da wären wir. Jagen kannst du am besten nördlich von hier. Schlafen kannst du in der Hütte. Deine Felle kannst du bei mir verkaufen. Da ist noch so ein Mistvieh! Oh, da! So, komm, weg damit. Armselige Kreatur! Und was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich bleibe erstmal hier. Zeig mir deine Ware. So. Aber Brauchbares hat er nichts. Hier, die darf er haben. 17.000. Ich glaube, die Dinger brauche ich gar nicht. So, Goldausgleich. So ein bisschen haben wir wieder gesammelt. Ja, aber jetzt ist wirklich die Frage, wo geht's zum weißen Hetzer? So, tötet den weißen Hetzer. Die meisten Sorgen mache ich mir aber über Bogier. So, okay, wo ist... Bogi. Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Jetzt ein bisschen genauer. Es ist Zeit für die letzte Jagd. Letzte Jagd? Was meinst du? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Druide und Jäger und ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pier... Nicht... So, es ist der Lauf der Natur. Die Alten und Schwachen werden gefressen. Ich habe den weißen Hetzer besiegt. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Ein Teil von mir ist Wolf. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich werde den Hetzer töten. Viel Glück, sei vorsichtig, sonst wirst du schneller zur Beute, als sie lieb ist. Wo finde ich den? Spüre, dass er noch weit entfernt ist, weit im Norden. Wenn du würdig bist, wirst du ihm begegnen. Ab wann bin ich würdig? Brauche ich da eine gewisse Jagdgeschick? Oder was brauche ich dafür? Also ich würde das schon gerne wissen. Jetzt beim Hammerklang angelangt. Wir sind vom Wolfsklang bis zum Hammerklang gelaufen mit ihm. Hammerklang habe ich keine Mission. Hier nur noch die das Geheimnis der Druiden. Ich forsche früher schon mit Druiden war ich Meister der Verwandlungsmagie. So, von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Was brauchst du? Hast du mal von Druiden gehört? Ja. Die haben einen Stein, der ihnen macht, weil diesen Stein brauche ich. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich habe in der Bibliothek ein sehr altes Buch mitgefunden. Ich kann damit nicht viel anfangen.
Ich werde es dir geben. Ich bin sicher, daran findest du viel altes Wissen. Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. Wo finde ich einen Druiden? Beim Wolfsklang gibt es einen Jäger Eis Bogir. Ich bin sicher, dass er ein Druide ist. Wir brauchen Bogirs Stein. Ja, jetzt ist die Frage, wo suche ich? Aber egal, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich sag schon mal wieder, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.